So, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shalia Stevens. Ich bin der virtuelle Coach von shaliastevens.com. Und in dem heutigen Video-Interview rede ich mit Andrea Rand. Hallo und herzlich willkommen, Andrea. Hallo, Shalia. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Das hoffe ich doch. Ja. Und wir werden heute eine Kundenstimme zusammen drehen. Und dann steigen wir einfach mal richtig rein in die Sache. Andrea, magst du dich vorstellen, sagen, wer du bist, wo du lebst, was du mit deinem Business tust und wie du anderen damit unterstützt? Mein Name ist Andrea Rand. Ich bin Berufungscoach und Business-Mentorin für vielbegabte Unternehmerinnen, die sich ein wunderbares, ortsunabhängiges Business aufbauen wollen, das sie lieben, mit dem sie gut Geld verdienen und mit dem sie wieder dieses Funkeln in den Augen haben, wenn sie das tun, was ihnen richtig Freude macht. Und vor allem, mit dem sie ein wichtiger Beitrag sind hier auf diesem Planeten. Ja, und ich lebe hier auf der Insel La Palma. Ich bin vor 2 Jahren ausgewandert und bin auf dich gestoßen, nachdem ich nach dem ersten Jahr Auswanderung so richtig gestresst war von allem, also ne, mit meinem Business hier ausgewandert zu sein, ganz alleine, das war ein großer Kraftakt. Und ja, so haben wir uns kennengelernt. So haben wir uns kennengelernt. Und ich weiß noch, wo du, ich weiß nicht, hatten wir unsere virtuelle Kaffeepause zusammen, Andrea? Oder hattest du das mit Simone? Ich weiß es nicht. Bei Simone. Ich habe auf jeden Fall relativ schnell danach auf deine Website geschaut und ein Video auf der Seite bei dir war Stu und zwar irgendwo oben mit dem Meer im Hintergrund. Und ich hatte auch vor kurzem auch ein Video gedreht in Italien, wo wir das Ferienhaus dort hatten, ähnlich mit oben mit dem Blick auf dem Meer. Und ich habe gedacht, wir sind Zwillinge, das passt perfekt. Sie liebt auch diese, diese Freiheit und das war so witzig. Du hast gesagt, du warst gestresst. Vielleicht sagst du einfach generell, was war die Ausgangssituation, wo du gestanden bist? Und was hat dich in Richtung einer möglichen Zusammenarbeit gezogen, ursprünglich? Manchmal fangen wir mit Themen an, die später sich anders herausstellen, aber ursprünglich. Also zum einen habe ich vorher schon immer, also ich habe dich bestimmt ein Jahr vorher schon verfolgt. Okay. Was ist das Wort auf Englisch? Warte mal, ich habe gestalkt, ne? Ja, wow, die Frau ist in Ligurien und das ist so schön, das muss sich so gut anfühlen. Und und hab deinen Kanal abonniert und fand dich einfach unheimlich inspirierend, ne? Und ich dachte mir, wow, wenn ich einen Coach brauche, also wenn ich mal an dem Punkt bin, dass ich gerade nicht weiterkomme, dann möchte ich gern mit Shalia arbeiten, weil du genau das vorgelebt hast, was ich mir gewünscht habe. Mhm. Und ich habe mich daran erinnert, als ich dann doch hier auf der Insel alleine, ich war so 4 oder 5 Monate schon da und hatte das Gefühl, mir fehlt Sparring. Also ich bin Jane Wayne gewesen. Ich habe mir mein Premium-Programm neben der Auswanderung auf gepackten Kisten gedreht, ne, die Video-Tutorials gedreht, habe mein Programm verkauft, ohne dass es fertig war und habe mir da viel zu viel vorgenommen. Und deshalb war ich nach diesen 4, 5 Monaten auf der Insel hier ziemlich ausgelaugt und hatte das Gefühl, ich brauche Unterstützung auch durch ein Team, noch mehr Vertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, aber auch in die Menschen, die mich unterstützen sollen. Ich habe gemerkt, mein Business lief super, aber ich war an dem Punkt angelangt, dass ich mich anders strukturieren musste, nicht mehr alles alleine machen kann. Mhm. Ich war ständig krank, also ich hatte chronische Symptome. Mein Nervensystem war sehr angegriffen und ich habe gemerkt, ich habe nicht wirklich dadurch auch nicht wirklich mehr ein Vertrauen in mich. Und ich habe dann auch gesehen in deinen Videos, dass du mehr über entspannten Erfolg sprichst, dass du gerade auch Frauen ermutigst, abzugeben und Wege findest, wie man sein Business total entspannt aufbaut, ohne dieses höher, schneller, weiter, ohne Druck und Dringlichkeit. Und das hat mich total angesprochen. Und ich dachte mir, ich möchte mir das jetzt einfach mal gönnen, mich ein ganzes Jahr begleiten zu lassen. Das war für mich ganz wichtig. Also ich wollte nicht so einen schnellen Quickie für eine superschnelle Lösung, genau, für ein bestimmtes Thema, sondern ich hatte das Gefühl,
dass ich an mir, an meinem Mindset arbeiten sollte. Denn strategisch war ich gut aufgestellt, weil ich selbst auch dieses Wissen aus dem Business Mentoring hatte. Ja. Wobei ich sehr viel gelernt habe, auch strategisch von dir im Drive-Programm. Aber mir kam es mehr darauf an, einerseits das Vertrauen in mich zu entwickeln, auch private Dinge anzuschauen, weil ich gemerkt habe, meine Partnerschaft tut mir nicht gut. Und und auch zu schauen, ganz konkret, wie baue ich ein Team auf? Und ich habe gemerkt, das liegt an mir, denn ich habe immer Menschen angezogen, die dann auch nicht vertrauenswürdig waren. Und ich musste an dieser Geschichte arbeiten. Mhm. Und ich hatte mich noch nicht getraut, mich zu zeigen mit meinem kreativen Ansatz in meinem Business Mentoring, weil ich dachte, naja, die mit ihren kreativen Methoden, die Leute malen, das ist ja wie eine Montessori-Schule, das kann nichts sein. Ja. Also wie bekomme ich noch mehr Kreativität in meinem Business? Und zwar so, dass es wirklich von innen heraus mein Businessmodell ist und nicht irgendwas, was ich von anderen zigtausend Online-Marketern da draußen übernehme, sondern wirklich meins mit Tiefgang. Ja. Das war die Zielstellung am Anfang. Ja, da kann ich mich erinnern, ja. Ich muss so schmunzeln ein bisschen. Es ist blöd, weil diese Gespräche, die Leute kennen dich überhaupt nicht, Andrea, wir kennen uns sehr gut mittlerweile. Mir kommen dann immer so viele Geschichten in den Sinn, die wir gemeinsam erlebt haben. Da muss ich echt sachlich bleiben. Ja, wenn man ein Jahr lang in Teams zusammen verbringt, ja. Vielleicht was Interessantes, also man geht in so diese virtuelle Kaffeepause, man trifft sich mit Simone und redet darüber, ob ein Jahr lang mit mir Sinn macht, überhaupt mit dem, was du vorhast. Und man liest die Landingpage und über alles das, was es dazu gibt. Was hast du damals erwartet, was passieren wird in dem Jahr, was wir vielleicht besprechen und tun werden? Und wie ist es tatsächlich gekommen? Also war dein 1:1-Match ist was ganz anderes gewesen? Das ist manchmal spannend anzusehen. Also die Landingpage habe ich schon mal gar nicht angeschaut. Okay. Gut. Simone hat mich dann irgendwann darauf aufmerksam gemacht, du hast die ganzen Informationen. Ich, ach so, na, aber eigentlich habe ich mich innerlich schon für dich entschieden. Das war schon getan. Weil mir total wichtig war, dass ich einen Herzensmenschen vor mir habe, der auch wirklich im Herzen verankert ist und bei dem ich mich öffnen kann. Und vor allen Dingen auch in einer Gruppe von Gleichgesinnten, in der ich mich öffnen kann. Das war mehr als ein Volltreffer, denn die Gruppe war unglaublich unterstützend. Also dadurch, dass wir eine kleine Gruppe waren, das hatte ich mir auch gewünscht, also das Format, dass ich nicht in einer Massenveranstaltung bin, wie mit 30 Leuten, wo ich vielleicht ab und zu mal für 10 Minuten in den Hot Seat kommen kann, in den Gruppentreffen, sondern dass es ganz intensiv auch wirklich um meine Themen geht. Das war mir wichtig und die Mischung aus Mindset, Class in der Gruppe und aber auch wirklich strategisch an meinen nächsten Schritten zu arbeiten. Also die Kombi hat mir total gut gefallen. Ja. Und die hat auch meine Erwartung total übertroffen, weil du das mit so viel Tiefgang gemacht hast auch. Also wirklich, wir sind ja an ganz persönliche Themen gegangen. Das habe ich eigentlich von einem virtuellen Mindset-Class nicht so erwartet, also dass man sich wirklich so öffnen kann. Ja. Eher vom Retreat, wenn man sich dann gegenüber sitzt. Aber du hast uns da wunderbar durchgeleitet, auch indem du sehr viel von dir selbst preisgegeben hast und mir dieses Gefühl gegeben hast, wir sind Schwestern in dem Programm. Ja. Und mit sehr viel Menschlichkeit und überhaupt nicht in Hierarchien gedacht. Ja. Mir gefällt. Also ich habe dich natürlich verglichen, auch mit anderen Coaches. Ich habe auch angeschaut, natürlich. Bevor ich mich entschieden habe, wobei das aber eigentlich nur vom Verstand her notwendig war. Und da kam mir eben, das Format ist einzigartig, das du anbietest und diese Tiefgründigkeit. Also, und das habe ich aber vorher schon gespürt. Ja. Und das Retreat in Ligurien zum Beispiel, das war für mich sowas von beflügelnd. Also danach ist richtig meine Kreativität in Gang gekommen, als wir eine ganze Woche in Italien zusammengearbeitet haben, weil das natürlich schweißt das dann nochmal zusammen, wenn man zusammen lacht und weint und sich hält, im Arm hält und
Und auf den Spaziergängen zwischen den Klassen, zwischen den Gesprächen kamen mir dann unheimlich viele Business-Ideen. Ja. Und das hat meine Erwartungen total übertroffen. Ja, ja. Die Retreats waren auch unglaublich schön, gell? Also die waren für mich auch überraschend, weil ich hatte natürlich auch eine gewisse Vorstellung von, was ich erleben möchte und was ich denke, ist dort möglich. Aber ich habe auch, es wurde für mich übertroffen, also was da alles so passiert in der Zeit, absolut. Was mir am besten gefallen hat an dem Retreat in Ligurien war, dass du uns vorher noch verraten hast, Leute, vor 2 Tagen habe ich überhaupt noch nicht gewusst, was ich mit euch hier mache. Und dann den Flohmarkt veranstaltet. Ja, und das, ja, das ist ein wesentlicher Komponente von diesem Thriving in Business Ansatz auch, dass wir einfach nicht alles versuchen müssen zu kontrollieren und alles im Vorhinein zu wissen, sondern Space schaffen für Einfälle aus dem Moment, aus dem Augenblick und diese Downloads, diese Führung, die immer kommt, wenn wir nicht den Anspruch haben, vorher alles durchzuplanen, oder? Und ich glaube, das war für jemand wie dich, Andrea, die sehr gerne Freiheit hat in der Art und Weise, wie sie Sachen aus, wie du Dinge auslieferst von deinen Kunden. Das ist, glaube ich, für dich deswegen so Augenöffnen gewesen, weil du gesehen hast, ja, ich kann das auch machen, oder? Für deine Sachen. Das hat mich dort, ich war vorher, habe ich schon immer so gearbeitet, aber ich dachte, ich bin falsch damit. Ja. Wenn ich zusammen mit jemandem einen Retreat anbieten wollte, dann kam der andere immer, ich brauche ein Skript und wir müssen das 4 Wochen vorher ausgearbeitet haben. Ich, what? Ich bin Kunsttherapeutin. Also bei mir passieren die Dinge im Moment und dann arbeite ich, also vom kunsttherapeutischen Ansatz, ne? Und da passieren die Dinge im Bild. Und das kann immer nur eine Momentaufnahme sein. Und ich fand das so entspannt, dass wir alles, was uns bewegt, auspacken konnten am Anfang des Retreats. Und du hast wirklich dafür gesorgt, oder die Gruppe hat dafür gesorgt, dass man über die 3 Tage die Antworten bekommen hat, aber durchs Hintertürchen oft. Und ja, auch manchmal einfach nur in der Pause. Dass ich saß unter dem Olivenbaum und es macht Klick. Ja. Zu einem Thema, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass ich es mitbringe. Ja. Und dass du diesen Raum schaffst in dem Retreat, also wie du es geschafft hast, das fand ich phänomenal und dachte mir, wow, ich bin ja total richtig. Und ich bin tief okay. Das war so ein geflügeltes Wort. Ja, tief in okay, genau. Das ist aus dem Nächsten. Okay, und dann scheiß muss ich. Scheiß muss ich, genau. Ja, das, was du gerade sagst, ist eine Mentorin von mir, die hat es mal beschrieben von, als hätten wir hier ein vorne ein Zimmer und hinten ein Zimmer. Und was die meisten tun, ist, sie arbeiten vorne in diesem Zimmer, wo aber das unspannend ist. Und da ein Space zu öffnen, wo hinten was beginnen kann, im Hinterzimmer, das ist wesentlich kraftvoller, weil alles, nicht alles, aber vieles, was im Vorderzimmer gemacht wird, wir gehen mit dem nach Hause und wir müssen uns pushen und forcieren, dass die Dinge geschehen. Und alles aus dem Hinterzimmer, die einfach so durchkommen darf, die pusht uns nach vorne. Und deswegen, boom, 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 Dinge beginnen, einfach mal Ideen kommen. Wir kommen in einen so schönen Flow, oder? Ja, absolut, absolut. Ja, und das ist auch natürlich dieses Business von innen heraus zu entwickeln, ne? Genau dieser Ansatz. Und ja. Oh, ich bin seitdem so zufrieden mit mir selbst. Ich habe keine hohen Ansprüche mehr. Ich habe keine Erwartungen mehr, dass das Webinar mindestens 10 Kunden bringt, das ich gerade gegeben habe. Ne? Ich lasse komplett meine Erwartungen los und werde so überrascht. Ich schaffe dadurch, also du hast mich wirklich geöffnet, für, dass ich mich ganz authentisch und verletzbar zeige. Mhm. Mit meinen eigenen Geschichten, mit meinen Love Affairs hier auf La Palma. Letzten Montag habe ich ein Webinar dazu gegeben, eigentlich ging es um Füllebewusstsein, aber ich habe es anhand meiner neuen Beziehung erklärt. Wie man Mr. Right in sein Leben zieht, ist es der gleiche Weg, wie wenn man das Geld anzieht oder die richtigen Kunden. Und das allein, ja, sich da so zu öffnen und so ganz intime Sachen von sich preiszugeben, ich glaube, das ist auch heute der Weg im Marketing, nicht ein gutes Storytelling zu machen. Ja, das nennt man so, aber ich meine, sich einfach so zu zeigen, wie man ist, ganz menschlich. Ja, einfach auch ganz menschliche Verbindungen aufzubauen, oder? Also nicht gezwungener und ich mache das, damit jenes dann hinten rauskommt aus der Geschichte. Richtig.
Richtig. Ja. Natürlich braucht man für gewisse Sachen auch eine Struktur und auch das habe ich im Drive-Programm gelernt, wie man Systeme schafft für sich, dass das Business leichter laufen kann, sprich das Team oder eine bestimmte Software zu benutzen, wie die Coaching-Cloud. Das sind so Sachen, die ich aufgesetzt habe, die mir unheimlich viel Zeitfreiheit verschaffen. Ja. Und dadurch, dass ich neue Systeme etabliert habe in meinem Business, können auch meine Mitarbeiter, ich habe 3 Assistentinnen inzwischen. Anfang, ja. Du hast mich schon längst überholt mit dem Team, Andrea, erzähl mal. Das war einer meiner größten Knackpunkte. Noch am Jahresanfang dachte ich mir, war schon wieder jemand, der die Buchhaltung nicht so macht, wie sie sein sollte. Ich meine, Buchhaltung ist wirklich ein Ding, das muss man gewissenhaft machen, ne? Wenn Belege fehlen, die zum Steuerberater laufen. Und ich muss alles nachkontrollieren, das kennt vielleicht auch die eine oder andere, die hier zuschaut, das macht Frust, ja, und ich dachte mal, warum finde ich keine fähigen Leute? Aber weil ich wahrscheinlich auch so dran gezogen habe, das muss aber auch alles perfekt laufen und nein, ich habe es dann irgendwann abgegeben und habe daraus gelernt, dass ich die Mitarbeiter ihren Stärken gemäß auswähle und es kam dann danach nochmal eine Dame, das war total interessant. Ich hatte wirklich Probleme, Dinge in den Kalender einzutragen. Ich saß hier und habe an irgendwas gearbeitet. Kunde hat auf mich gewartet. Also wirklich Kalendereintragungen vergessen. Ich sage, was ist denn los? Aber total liebevoll mit ihr gesprochen. Das war so eine wichtige Lernerfahrung. Also auch auf den Mensch, ne? Mensch, sich menschlich zu zeigen. Was ist eigentlich los? Ohne einen großen Vorwurf, sondern das ist doch komisch. Das ist doch so was Einfaches, einfach daran zu denken. Das ist die Hauptaufgabe von einer Assistenz. Ja, ich weiß auch nicht, eigentlich passt Assistenz nicht zu mir. Also das war total interessant, wie wir dann miteinander geredet haben. Und daraus ist entstanden, dass diese Mitarbeiterin jetzt für mich Blogartikel schreibt, weil sie viel lieber im stillen Kämmerlein für sich schreibt, da ihre Stärken hat. Und wir haben einen wunderbaren Weg gefunden und sie ist total unterstützend inzwischen und ich liebe ihre Artikel, wie sie schreibt, weil sie schreibt sie wirklich auch ganz ähnlich in meinem Schreibstil, so wie ich es brauche und muss mich dazu jetzt nicht mehr hinsetzen, ne? Und sie fasst Kundenstimmen zusammen und sowas. Und irgendwann habe ich dann auch mein Stellenangebot ganz anders formuliert, nämlich ganz präzise, was ich mir wünsche. Ja. Auf der menschlichen Ebene. Ja. Und dass ich jemanden wünsche, der wirklich committed ist und nicht mit seinem Kopf noch bei 1000 anderen Projekten oder beim eigenen Business. Ja. Und diese Klarheit habe ich gewonnen durch unsere Gespräche. Ja. Auch wirklich für welche Tasks ich welche Personen brauche. Und deshalb habe ich jetzt so viele Leute. Ja. Und ich bin happy. Also ich hätte es gedacht, ich dachte mal, ich brauche so 2, denen ich total vertraue. Und das sind so meine Bodyguards um mich herum. nein, also es ist jetzt ganz spielerisch. Es fühlt sich wie eine richtige Co-Kreation an, mhm, mit Facebook-Experten, 3 Assistentinnen. Dann habe ich Partner noch, die mir in meinem Traumbusiness-Programm, in meinem neuen Jahresprogramm mit mir zusammenarbeiten, die in den Dingen, die ich nicht so gut kann, perfekt sind, also wirklich Experten sind. Mhm. Und ja, und habe da ganz viel vorher noch an meiner Liebe gearbeitet, also zu vertrauen. Ja. Bin aber da ordentlich durch den Tunnel gegangen, durch so eine Talsohle, ja, mit sehr viel Tränen. Ja. Und heute kann ich sagen, wow, ich habe Vertrauen ins Leben, ich habe auch Vertrauen in meine neue Liebe. Das hat das auch mit sich gebracht. Also hör zu, die sich für Drive interessieren. Ah, Vorsicht! Mr. Right Drift. Ja, das ist einfach, was ich höre heraus, Andrea, ist einfach mal dieses Vertrauen überhaupt und auch dieses dramafreie Umgehen mit dem Leben. Einfach, es treffen Situationen ein und dann guckt man sie an und dann ist man flexibel und weißt du so, das ist eine hohe Maß an Freiheit und Flexibilität, die ich höre, aus deiner Leichtigkeit heraus, oder? Ja, absolut, absolut. Jetzt für diejenigen da draußen, die sagen oder sie gerade denken, ja, und Kreativität und Empfangen und Liebe und Vertrauen und all das ist gut und schön, es hört sich ganz schön esoterisch an.
für diejenigen, die vielleicht denken, ja, man kann nicht entspannt erfolgreich sein. Was ist mit dem Druck? Was ist mit dem aus der Komfortzone herausgeht? Das braucht man alles, um Ergebnisse zu erreichen. Würdest du ein bisschen einfach nur über deine Business-Ergebnisse sprechen, dass sie einfach hören können, wie sich das entfaltet, wenn man das im Free-Flow macht? Ja. Druck und Dringlichkeit gibt es bei mir gar nicht mehr. Aufgrund dieser Erfahrung, dass ich von mir aus dem Innen heraus immer wieder schöpfen kann, immer wieder was Neues kreieren kann. Und ich habe zum Beispiel Anfang des Jahres, also ich hatte ein bestehendes Programm, das ich schon seit anderthalb Jahren verkaufe. Und du hast mich gefragt, sag mal, wie lange willst du es eigentlich noch zu diesem Preis verkaufen? Das ist dem doch gar nicht würdig. Nee, so gewertet hast du es gar nicht, sondern ich habe selbst reflektiert. Ja, okay. Ja, eigentlich bin ich jetzt mit meiner Erfahrung und mit den ganzen Weiterbildungen schon weiter und habe das Programm immer mehr optimiert. Aber aus einer totalen Ruhe heraus. Nicht, weil ich brauche jetzt mehr Kunden und ich brauche mehr Geld auf meinem Konto, dass ich wieder investieren kann. Dieses Gefühl hatte ich gar nicht, sondern ich hatte meinen Wert gespürt. Ja. Und dachte mir, nein, das kann ich nicht mehr mit 4.500 Euro verkaufen. Und inzwischen kostet mein Programm 7.500, weil ich aber auch Partner mit drin habe, weil es viel mehr noch in die Breite geht und in die Tiefe. Also es ist von den Stunden her breiter aufgesetzt. Wir haben viel mehr Space zum Spielen und wirklich auch, so wie ich es von dir gelernt habe, auch innerhalb eines Jahresprogramms richtig in die Tiefe gehen zu können, brauchte Space. Und das war ein Prozess, der kam aus meinem Inneren. Ich dachte, ja, ich möchte auch meinen Kunden so viel Raum geben und deshalb braucht es auch einen ordentlichen Preis. Und ich merke, dass die sich sogar noch viel leichter verkaufen lassen. Ja. Aber weil ich den Wert auch im Herzen spüre. Und ich fand deinen Ansatz so schön, zu sagen, da, wo du jetzt gerade stehst mit deinem Wert, das ist genau der Richtige. Also sprich auch diesen Preis aus und nicht, du musst mindestens 10.000 Euro verlangen, damit du auch in der Premium-Klasse unterwegs bist. Ja. Und das ist so ein ganz entspanntes Hinentwickeln gewesen. Ja. Was habe ich noch an Business-Ergebnissen? Ja, ich hatte im September schon mein Jahresziel erreicht an Umsatz. Dachte ich mir, wow, ist das toll. Ja. Jetzt kann ich mich wirklich ein bisschen zurücklehnen, beziehungsweise ich habe mich nicht zurückgelehnt, sondern ich hatte jetzt einfach mehr Spaß, selbst an meinem Business zu arbeiten und nicht in meinem Business ständig eine rotierende Hektik zu haben. Ja. Ich traue mich viel schneller auch zu investieren inzwischen, weil ich nicht mehr in die Liquiditätsfalle tappe. Also ich bin so vom Geldarchetyp jemand, der gerne ausgibt und gerne investiert, wenn das Geld aufkommt. Gerne auch mal eine schöne Bluse. Oder Andrea? Ja, dann ja auch eine schöne Reise nach Deutschland. In einem schöneren Hotel. Ja, und ich finde das auch ganz wichtig, dass man das macht. Und aber trotzdem sollte man auch die Zahlen im Blick haben, auch die Businessplanung habe ich nochmal gelernt und Kapazitätsplanung zum Beispiel auch zu machen, also auf mich aufzupassen, dass ich mir die Auszeit nehme. Wir haben ganz stark an meiner Wochenplanung gearbeitet, gemäß meiner Leistungskurve, also, dass ich morgens diese Zeiten habe für meine Kreativität und wie viele Kunden ich am Tag überhaupt nehmen möchte. Ich habe gelernt, mich zu disziplinieren, dass ich wirklich meine Stunden einhalte, weil ich habe oft der Grund war, ich möchte besonders viel geben, dass ich geliebt werde. Also das war eine ganz wichtige Erkenntnis. Ja, ja. Und auch, da war noch ganz was Altes am Laufen. Ne? Ich dachte, ich brauche die Anerkennung von außen. Mhm. Und habe deshalb oft meine Coaching-Sessions überzogen. Und was weder dem Kunden gut getan hat, noch mir selbst, weil du da nicht in der Struktur bist, ne? Nicht in der Klarheit. Mhm. Auch das ist ein Ergebnis vom Drive-Programm. Lass mich überlegen. Ja, und ich habe, das ist total interessant. Ich hatte Anfang des letzten Jahres meine Jahresplanung ganz intuitiv gemacht, als Bild gemalt. Ja. Und fuck, ich hatte das ganze Jahr gedacht, warum kriege ich mein Jahresprogramm nicht zum Laufen? Also das, was ich in 2019 anbiete. Und habe jetzt nochmal drauf geschaut und gesehen, ja, ich wollte ja eigentlich dieses Jahr auch nur vom Traum-Business-Programm leben, also von meinem kleineren 6-Monats-Programm. Ja.
Also konnte es gar nicht funktionieren, dass ich schneller auf die Straße bringe. Und wenn ich dann wieder meine Aufzeichnungen aus dem Drive-Programm anschaue, dann habe ich mich erinnert, ja, komm, mach's ganz entspannt. Ja. Und gebe jetzt auch ganz entspannte Webinare ohne PowerPoint, ohne Ziel, dass jetzt unbedingt so viele Kunden kommen müssen. Und das ist so schön, also so für mich so erleichternd. Und ja, und das Wichtigste für mich ist, dass ich gesund bin, dass ich glücklich bin, dass ich nur noch Wunschkunden habe und auch Nein sage. Das ist auch etwas, was wir erarbeitet haben. Zu welchen Kunden sage ich Nein? Also wer passt wirklich in meine Programme? Und wer ist vielleicht noch nicht so weit? Also ich meine das gar nicht bewertend, sondern vielleicht passt er eigentlich von seinem Status gerade, vom Business-Status her nicht ins Programm. Da auch zu sich ganz klar zu sein und ehrlich zu sein. Und ja, also ich bin dir da so dankbar für diese Ergebnisse. Das kann man eigentlich gar nicht mit Worten beschreiben. Das ist so schön, Andrea. Und weißt du was, was ich feststelle, während du sprichst, ne? Also, dass jeder, der dabei war in dem Programm, es ist ein eigener Weg entwickelt worden, weißt du? Und in deinem Fall, die Entfaltung in deinem Leben war dieses Jahresprogramm, das bald da durchgeführt wird. Es war das Team, was gerade da ist, die Liebe, die gerade da ist. Bei jemand anders sind andere Dinge, haben sich entfaltet auf dem Weg. Und das einfach zu schauen, dass das so individuell sich gestaltet und aus einem selber heraus werden und dass das in dieser Leichtigkeit geschehen darf, die ich heute von dir spüre. Und das ist einfach eine schöne, dafür bin ich dankbar, lieber Andrea. Mehr habe ich gar nichts dem hinzuzufügen, außer einfach danke für deine Zeit heute und ja, natürlich doch was. Wo könnte man über dich mehr erfahren in deinem Business, dass die Leute auch bei dir auf die Website gehen können, sehen, wo du in La Palma bist. Da bin ich ganz sicher, dass da noch Videos drauf sind, wo du einfach da oben sprichst und das mehr im Hintergrund. Wie findet man dich online? Meine Website ist andrea-rand.de. Da kann man sich auch für die Facebook-Gruppe eintragen, wenn jemand Lust hat, mal reinschnuppern. Ja. Da bin ich oft live, also ich gebe regelmäßig Live-Calls, allerdings nicht immer jede Woche, weil mich das zu sehr stresst, sondern wirklich so intuitiv, wie ich gerade Lust habe. Im Moment läuft gerade eine Webinar-Reihe. Dafür kann man sich eintragen und sich auch auf meiner Website mal schlau machen über meine Programme. Also ganz entspannt. Und da gibt es ein Kennenlerngespräch auch inzwischen mit meinem Team und ich danke dir sehr für die Möglichkeit, dass ich das hier sagen darf. Ja, natürlich, selbstverständlich. Also es ist auch mir ganz wichtig, dass die Leute gehen können und schauen, wer du bist, was du machst, da genau. Mit Herzen vielen, vielen Dank, Andrea, für dein ganzes Sein und für das Geschenk, dass ich ein ganzes Jahr mit dir verbringen durfte und dass wir nach wie vor in Verbindung sein dürfen. Und heute haben wir vor diesem Gespräch schon eine ganze halbe Stunde geplaudert über Gott und die Welt. Und ich hoffe, dass wir solche Gespräche weiterhin haben. Dir einen schönen Tag und vielen Dank für deine Kundenstimme, liebe Andrea. Ich danke dir ganz lieb für deine wundervolle Arbeit das letzte Jahr. Danke. Mit Drive hat sich mein Leben total verändert. Dankeschön, Andrea. Und liebe Grüße auch. Tschüss. Danke. Ciao.